Ja, Leute, und was ich mich natürlich auch immer wieder frage, ja, das ist Folgendes, ja. Warum bin ich denn hier so voll entspannt in Vollsonne, ja, schön mit Badehose, ja, ganz, also wirklich voll entspannt, ja. Und dann gibt es andere Leute, die hängen da auf ihren 100 Quadratmeter Buden rum oder 40 meinetwegen, ja, haben noch nicht mehr einen Balkon oder sowas. Und hacken den ganzen Tag irgendwas ins Internet rein, ja, oder hassen oder was weiß ich, oder stellen irgendwelche wüsten Theorien auf zu mir, ja, während ich hier in Vollsonne braun werde, ja, also richtig Farbe bekomme, mein Leben genieße, ja, bestes Leben, ja, das frage ich mich immer, ne, also wie kann das sein, ja, also nochmal, ich bin Arno Dübelboss. Seit 2011, dieses Jahr 10 Jahre insgesamt. Das ist wirklich unglaublich. Wird super starkes Jubiläum. Also 10 Jahre offiziell alle Arno Dübel Medien- und Markenrechte dieses Jahr 2021. Ja, und nochmal: Die Leute, die hier hassen und irgendwelche Lügentheorien aufstellen, ja, das bringt doch nichts. Ja, schaut doch mal euch an und schaut meine Situation an. Ich bin hier. In meinem Gartenblockhaus, ja, schön, ja. Ich bereite alles schon vor hier für den Pool, der jetzt kommt. Und dann wird hier die Pool- und Gartenparty-Saison, also Pool- und Grillsaison, Dübeln maximal eingeleitet, ja, das in Kürze. Und dann habe ich hier meinen Poolgarten, 5000 Quadratmeter. Ich meine, keine Ahnung, was habt ihr denn für Probleme? Ich verstehe es einfach nicht. Ich würde es gerne mal verstehen. Ja, ach Quatsch, will ich eigentlich gar nicht verstehen. Warum auch? Völliger Unsinn. Ja, also hört euch nicht den Scheiß von den Leuten an, die hier irgendwie wild durch die Gegend hassen. Vor allem den King of Hass hassen. Ja, also völliger Unsinn. Blockt ja voll ab bei mir. Und dann schaut euch das einfach an. Wie es mir geht und wie es dann eben diesen Leuten geht, die einfach mit ihrer Tastatur irgendwas durch die Gegend schreiben, ja, und vielleicht froh sind, dass sie gerade mal einen Computer besitzen. Ja, mir geht's hier blendend. Ich bin offiziell Arno Dübelboss seit 2011. Dieses Jahr 10 Jahre Mega-Jubiläum. Ja, unglaublich. Ja, und mir geht's natürlich hier blendend, ja. Die Sonne, die blendet so extrem und ist so heiß. Das gibt's gar nicht. Das ist fast wie 30, 40 Grad hier, ne. Also, ja, 30 Grad würde ich sagen halt, ne. Das ist echt super. Und top Wetter, ja. Seit einer Woche schon hänge ich hier ab im Garten. Und das müssen doch mal die Leute endlich mal erkennen, ja. Die können doch nicht einfach schreiben, irgendwelche Theorien aufstellen zu mir, die mich belasten sollen. Ja, was aber letztlich an mir abprallt, weil ich gehe dann einfach, wenn ich sowas lesen sollte, gehe ich einfach in Badehose durch meinen Garten und setze mich hier in die Sonne und dann weiß ich, dass es mir einfach bestens geht. Erkennt das endlich auch, ja, erkennt einfach, wer der Boss ist und wer wirklich das Leben führt, ja, und dann ist doch alles gut. Also, keine Platte machen, locker bleiben, immer alles geben. Dranbleiben und auch bald werden wir mit Arno Dübel wieder Sachen bringen. Ja, das ist doch ganz klar. Wie gesagt, ich werde hier zu diesen Videos aufgefordert, zu Live-Kommentaren, zu Stellungnahmen aufgefordert. Ich muss das nicht unbedingt machen, aber ich kann, und das habe ich schon mal gesagt, nicht alles einzeln zurückschreiben. Ja, das funktioniert einfach nicht. Das muss einfach verstanden werden. Nochmal ganz konkret, mir geht's blendend. Mir geht's immer am besten und das ist doch ganz, ganz hervorragend, ne? So. Also, entspannt euch mal. So. Ja, und wie gesagt, wenn noch irgendwelche Fragen sind, schreibt sie in die Kommentare. Vielleicht lese ich mir das mal durch. Und wenn Anmerkungen benötigt werden oder wenn Stellungnahmen benötigt werden, ja, oder gefordert sind, dann vernünftige Fragen stellen, die schaue ich mir gerne an, ja, und aber nicht irgendwas behaupten. Ich bringe ein Beispiel, ja. Ein so ein Heini macht halt ein Video und sagt halt, ich wäre doch nie zum 65. Geburtstag von Arno Dübel in Hamburg gewesen. Ja. Und?
Habe ich was anderes gesagt? Es gibt mehrere Videos dazu, wo ich dann konkret am 13.01.2021 mitteile, dass wir eben nicht nach Hamburg fahren konnten, durften. Das ist von der Polizei untersagt worden, weil keine Übernachtung in Hamburg, also im Bundesland, möglich waren. Ja, und da habe ich konkret ein Video zugemacht, dass eben wir leider nicht nach Hamburg fahren durften, ja, weil eben keine Übernachtung möglich sind. Möglich war. Ja, und das habe ich doch konkret gesagt. Warum kommt dann so ein Vollheini und meint dann, ein Video darüber zu drehen und hier zu performen in Richtung, dass ich lügen würde, ja? Schreibt dann Lügenwenzel, solche Sachen. Ja, was soll denn das? Das ist doch völlig bescheuert. Und mit solchen Leuten müsst ihr euch nicht abgeben, ja? Ignoriert die Leute, die gibt es immer überall, die einfach Sachen nicht verstehen, Zusammenhänge missbrauchen. Und halt in völlig falsche Konstellationen laufen lassen. Ja, nochmal, wenn ihr wirklich richtig schaut, euch die Videos anschaut, seht ihr, dass ich richtig argumentiert habe. Ich habe ganz klar gesagt, zum 65. Geburtstag, Renteneintritt Arno Dübel, dass wir eben nicht drehen konnten in Hamburg, ja, weil eben keine Übernachtung möglich war. Ja, das kann man verstehen. Oder man lässt es einfach, aber wenn man es lässt, ja, dann kann man nicht hier so ein Video anfertigen mit Lügenwenzel, ja. Das ist doch keine Lüge. Ich habe doch nirgendwo irgendwen belogen und das ist einfach bescheuert, ja. Und genauso ist es auch mit übrigen Sachen halt, ne? Einfach mal fragen und dann sage ich nochmal, alles, was ich mitteile, also alles, ja, kann ich auch belegen. Zu 100%. Ich fange doch nicht hier an, irgendwas zu behaupten, ja. Gerade unter Beobachtung von Aachener Staatsanwaltschaft, Aachener Justiz, ja, Aachener Anwälten, ja, fange ich doch nicht hier an, irgendwas zu behaupten, wofür ich sofort eine Abmahnung bekommen könnte. Ja, das ist doch bescheuert. Ich werde doch von allen Seiten beobachtet. Die warten doch nur darauf, diese Leute, dass die irgendwo nochmal was gewinnen können, ja. Weil die in der Bausache Wenzel, also im umfangreichsten Rechtskampf Deutschlands, schon so viel verloren haben, ja, und so viel bezahlen mussten, ja, dass das die einfach nur noch ankotzt, ja. Ich siege hier nach und nach und das wird zur Bausache Wenzel genauso sein. Und im Übrigen nochmal, wenn Fragen sind, belege ich bin immer 100% ehrlich, 100% aufrichtig. Ich bin 100% Arno Dübel, Boss Markus Wenzel, Aachen, Leipzig, MWE-Gruppe. Vielen Dank. Immer alles geben. Geht vorwärts, nach vorne. Und jetzt erhalte ich noch mehr Farbe als sonst.